Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir von der AfD-Fraktion haben heute Morgen wieder den blanken Hass gebündelt erfahren müssen, der uns immer wieder einmal aus ihren Reihen entgegenschlägt, aus den Reihen derer, die sich gerne mit dem Attribut demokratisch zieren. Die Fratze dieses Hasses, aus der uns heute wieder einmal üble, verleumderische Beschimpfungen entgegengeschleudert wurden, grinste uns bereits eine Woche lang aus den Medien mit triefenden Augen und sabbernden Mundwinkeln entgegen. Und dieser Hass lebt sich aus in Gewalttaten auf den Straßen, tobender Meute, pöbelnder, aufgestachelter Menschen. Da hat es nach Angaben der FDP nach seiner Wahl zum Thüringer Ministerpräsidenten massive Angriffe auf die Familie von Thomas Kemmerich gegeben. Seine Kinder sind wegen Anfeindungen in der vergangenen Woche unter Polizeischutz zur Schule gebracht worden, seine Frau auf offener Straße angespuckt. In einem Supermarkt sei eine Art Fahndungsfoto von Kemmerich ausgehängt worden. Zudem haben es mehrfach Menschenansammlungen von seinem Wohnhaus gegeben. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Ereignisse nach der Wahl von Thomas Kemmerich durch den Thüringischen Landtag bilden tatsächlich eine Zäsur in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Denn sie zerren nun auch für den schläfrigen deutschen Michel das an die Öffentlichkeit, was jeder aufmerksame Bürger bereits seit 10 Jahren hätte beobachten und wissen können, dass nämlich die Bundeskanzlerin zusammen mit linken politischen Kräften aus allen Parteien Entscheidungen trifft, die das bestehende Gesetz missachten, den Interessen Deutschlands schaden und die Meinung der Bürger und Bürgerinnen mit Füßen treten. Da erlaubt sich also eine Bundeskanzlerin im fernen Südafrika festzustellen, sie stellt fest, dass die Wahl eines Ministerpräsidenten durch frei gewählte Abgeordnete eines frei gewählten Parlaments unverzeihlich sei und rückgängig gemacht werden müsse. Solche Töne kennt man nur aus autokratischen Regimen. Diese Aussagen entlarven die Bundeskanzlerin als eine Regierungschefin, welche aus reiner Willkür verfassungsmäßig abgelaufene Prozesse abwertet und unter Umgehung von Gesetzen eigenmächtig zerschlägt. Solch ein Vorgehen nennt man Revolution, wenn es von Volksgruppen ausgeht. Man nennt es Putsch, wenn eine Machtklique im Umfeld des Regierenden Gesetze und vielleicht auch den Machthaber aushebelt. Und man nennt es Staatsstreich, wenn die oberste Führung die Gesetze und die Selbstbestimmung des Wählers aushebelt. Frau Merkel hat von Südafrika aus eine Aktion ausgeführt, die Merkmale eines Staatsstreiches enthält. Wenn wir ein Parlament in Berlin hätten und nicht eine Ansammlung von Höflingen, würde jetzt die Abwahl der Bundeskanzlerin auf der Tagesordnung stehen. Aber, und das wird auch für jeden offenbar, die bürgerlichen Kräfte in der CDU und in der FDP haben von wenigen Ausnahmen abgesehen, sich vollständig dem linken Machtkartell unterworfen, in dem die alte kommunistische Partei, die SED, jetzt Linke, den Ton angibt. Und Herr Rasche, ich muss sagen, ich habe mich für Sie geschämt, wie Sie in einer kriecherischen Art und Weise sich diesen Mainstream unterwerfen. Daher erklärt sich auch die Beschimpfung der AfD als Faschisten. Die Menschen müssen wissen, das war das Narrativ der DDR. Jeder, der die menschenverachtende marxistisch-leninistische Ideologie nicht anerkannte, wurde als Faschist bezeichnet. Und genau dieses DDR-Narrativ haben sie in die Bundesrepublik Deutschland transportiert. Sie sollen sich einfach schämen. Diesen Klassenkampf setzt die SED nun im Vereinigten Deutschland weiter fort. Aber der Zivilisationsbruch besteht eben darin, dass sich die ehemaligen bürgerlichen Gegner dieser menschenverachtenden Ideologie unterworfen haben und mitmachen bei der Diffamierung der einzigen bürgerlichen Partei,
die sich gegen die Rückkehr des Sozialismus unter anderen Vorzeichen wehrt, und das ist die AfD. Und wenn ich Ihnen sage, ich komme jetzt zum Schluss meiner Rede, mit wem Sie sich da einlassen, dann schauen Sie sich mal den Aufruf des Kreisverbandes Sonneberg an von 1946. Dort wirbt man um ehemalige idealistische NSDAP-Mitglieder und sagt, wenn ihr den Sozialismus gut findet, dann kommt zu uns. Denn was Hitler dir versprochen hat und niemals sie, das wird dir die SED geben. Das sind die Leute von der SED, die sich jetzt Linke nennen. Und mit denen arbeiten Sie zusammen. Das war der Abgeordnete Seifen von der AfD-Fraktion.